Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder Zeit für die Kamera-News und bevor wir in die News starten, wo wir verblüffenderweise für Mitte Dezember noch einiges dabei haben, kurzer Hinweis in eigener Sache. Mein diesjähriger Charity-Kalender ist mittlerweile erschienen. Ihr könnt ihn euch auf Saal Digital bestellen. Packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ich habe es zeitlich einfach leider nicht mehr geschafft. Es wäre organisatorisch nicht mehr möglich gewesen, die Dinger selbst zu vertreiben. Sprich, ich bestelle die Kalender zu mir nach Hause, verpacke die selber, ihr bestellt bei mir, ich schicke sie euch selbstständig zu. Das hätte den Vorteil gehabt, dass ich weniger Geld verlangen könnte für diesen Kalender, weil das, was ich da jetzt gerade anbiete, ist das absolute Minimum preislich. Weniger kann ich als Verkäufer bei Saalen nicht verlangen. Stört mich auch ein bisschen, ich hätte den Kalender gerne günstiger angeboten, weil wir jetzt knapp über 30 Euro inklusive Versand liegen. Für die ganz gute Qualität, aber noch halt noch nicht so Premium-Level. Muss ich so dabei sagen. Aber was ich euch auch sagen kann, ist 50% roundabout des Verkaufspreises sind Einnahmen. Und 100% der Einnahmen dieses Kalenders hier landen beim Tierschutzbüro. Ich habe eine Umfrage auf Instagram gemacht. Wilderness International, Regenwaldschutz oder Tierschutzbüro, also Tierschutz. Der Tierschutz hat relativ knapp gewonnen. Ich glaube, 15% waren es dann am Ende, die es ausgemacht haben. 10-15%. Ja, das ist der Kalender mit meinen schönsten Fotos. 23. Auswahl war nicht ganz einfach. Ja, da ist natürlich vorwiegend Island, Madeira, Italien drin. Aber hier beispielsweise auch was aus Deutschland. Im Januar direkt die Marksburg in Rheinland-Pfalz. Dann haben wir im Februar den Buckelwal in Island. Kommen im März dann zur Seißer Alm in den Dolomiten. Da war ich ja vor kurzem erst. Geisterwald Madeira im April. Sollten alle Leute, die meine Madeira-Videos gesehen haben, auch schon kennen. Habe ich auch im Esszimmer hängen, das Foto. Sehr relativ groß gedruckt. Gefällt mir sehr gut, das Foto. Hier nochmal die Toskana, Val d'Orcia. Kommt später noch ein Bild aus der Area da. Nicht das Motiv, aber ein ähnliches. Das hier ist jetzt Sonnenuntergang. Im Mai, im Juni sind wir wieder zurück auf Madeira, Seixal Beach. Schwarzer Sandstrand eigentlich, sieht jetzt durch das Sonnenlicht sehr orange aus, fast schon wie ein klassischer gelber Sandstrand. Das Licht fand ich aber sehr, sehr schön und passt, finde ich, auch sehr gut in den Juni. Im Juli haben wir Seljalandsfoss Island, war im Herbst, hat aber, finde ich, trotzdem durch das warme Sonnenlicht, durch den Wasserfall auch Sommervibes. Deswegen dieses Bild im Juli platziert. August haben wir Schloss Neuschwanstein, Sonnenuntergang. Auch vor kurzem erst da gewesen. Gefällt mir sehr gut, das Bild. September, Val d'Orcia nochmal. Das war das, was ich gerade angesprochen hatte. Das hier war der Sonnenaufgang. Das wäre so ein Bild, das würde ich mir auch ins Esszimmer hängen, glaube ich, wenn ich mir einen Raum aussuchen müsste. Relativ klassisches Toskana-Motiv, wahrscheinlich das Toskana-Motiv. Darf dann aber trotzdem in so einem Kalender, wo halt die Toskana vorkommt, finde ich nicht fehlen. Oktober sind wir wieder in Island. Hier geht es jetzt langsam mit dem Herbst los. Hier haben wir auch schon die Herbstfarben in Island. Kleine Langzeitbelichtung, ich glaube, das waren so 1-2 Sekunden mit dem Sigma 1424, was ich mir extra zugelegt hatte für diese Reise. November, das ist auch wieder aus den Dolomiten. Und hier finde ich, das war für mich klar, dass das Bild in den Kalender muss, weil es so schön den Verlauf der Jahreszeiten zeigt. Wir haben hier unten so ein bisschen den Herbst. Oben haben wir schon den krassen Winter und das zeigt halt einfach, was der November ist, nämlich der Übergang zwischen Herbst und Winter. Im Dezember sind wir dann richtig im Winter angekommen. Toblacher See, Dolomiten, bisschen Nebelbehang hier oben. Eigentlich ein minimalistisches Bild fast schon. Gar kein besonders spannendes Motiv. Ich finde aber, die Stimmung kommt auf dem Bild ganz gut rüber. Gefällt mir für den Dezember auf jeden Fall sehr gut. Können wir ja interpretieren als Hütte des Weihnachtsmannes. Und das ist der Kalender für das Jahr 2023. Wie gesagt, wenn ihr was Gutes für den Tierschutz tun wollt, mich damit quasi auch supporten wollt, auch wenn kein Geld bei mir landet, trotzdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ein paar von euch sich bereit erklären, in den Kalender zu investieren, damit ich das nächstes Jahr vielleicht auch nochmal machen kann. Link ist in der Videobeschreibung. Nichtsdestotrotz werde ich einen Kalender jetzt hier in dem Video verlosen. Unter allen Leuten, die in den Kommentaren Hashtag Kalender verwenden, werde ich eine kleine Verlosung starten und euch diesen Kalender hier zusenden. Ich bitte nur Versandadresse Deutschland. Ansonsten wird es dann mit dem Versand ein bisschen teuer. Würde ich mich freuen, wenn da einige teilnehmen und ein glücklicher Gewinner dabei ist, der den Kalender dann kostenfrei hat. Ich übernehme dann die übrig gebliebene Summe als Spende selbstständig. Kurz zum Thema Spenden. Ich übernehme auch alle Steuerlasten und so weiter. 50% des Verkaufspreises landen beim Tierschutzbüro. Das soweit zum Kalender. Verlosung ist dann Freitag in einer Woche, sprich am 23.12. werde ich den Gewinner oder die Gewinnerin benachrichtigen. Kommen wir zu den News, lange genug über den Kalender gequatscht.
Sony bzw. Sigma. Sigma 60-600 wird erwartet. Für die aufmerksamen Zuschauer unter euch, ich habe mir ja dieses Schmuckstück hier zugelegt, das Sigma 150-600. Das ist schon ein ordentlicher Brecher, wiegt so roundabout 1,9 Kilo. Kann schon was auf jeden Fall. Aber 150-600 ist natürlich auch eine sehr interessante Brennweite für Wildlife-Fotografen. 60-600 versucht natürlich da anzuknüpfen mit ein bisschen mehr Flexibilität nach unten hin, was die Brennweite angeht. Und da muss ich sagen, brauche ich glaube ich nicht. Also vielleicht sehe ich es anders, wenn ich das mal in der Hand habe. Ich werde sicherlich mal bei Sigma anfragen, ob sie mir eins für einen Test zur Verfügung stellen, auch damit ich das mit dem 150er vergleichen kann. Aber Stand jetzt kann ich mir eigentlich noch nicht so wirklich vorstellen, dass mir die 60 in der Wildlife-Fotografie ein bisschen was bringen. Wo das natürlich ein sinnvoller Ersatz sein könnte, ist, dass ich das 70-200 zu Hause lasse. Weil ich habe auf jeder Reise immer ein 70-200 fix dabei. Wenn ich dann aber weiß, ich habe in meinem 60-600 logischerweise auch ein 70-200 integriert, dann kann das vielleicht eine Überlegung wert sein. Aber mein 70-200 wiegt, weiß ich nicht, 400-500 Gramm. Das 60-600 wiegt 2485 Gramm für den Sony E-Mount. 2 Kilo mehr. Es wiegt sogar nochmal so 500-600 Gramm mehr als das 150-600, voraussichtlich natürlich alles. 600 Gramm mehr ist schon eine Hausnummer. Da kommt dann nochmal so 600, 700, 800 Gramm Kamera on top und dann bin ich bei fast 3,5 Kilo Kamera-Objektiv-Kombination. Und ob ich die immer mitschleppen möchte, weiß ich nicht. Also das ist so grenzwertig noch okay, weil man weiß natürlich, drunter geht es logischerweise nicht. Dementsprechend ist man noch bereit, das zu tragen. Aber gerade für Leute, die viel reisen, ist das, glaube ich, nicht so richtig die beste Wahl, dann wahrscheinlich so ein 60-600. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Vielleicht ist es auch technisch einfach deutlich, deutlich besser als das 150-600. 105 mm Filterdurchmesser finde ich auch nicht so richtig geil. Das hier hat jetzt 95 und das ist ja schon grenzwertig groß und auch teuer dann, wenn man Filter dafür braucht. 105 ist nicht nur teuer, sondern auch relativ schwer zu bekommen schon, weil mir gerade eigentlich kein gängiges Objektiv bekannt ist. Ich weiß nicht, vielleicht die großen 600er F4 und so, die 13.000 Euro Klopper, die haben vielleicht auch so einen Durchmesser, aber ansonsten ist mir da gar nichts bekannt. Das Sony Pendant 200-600 hat, meine ich, auch 95 mm Filterdurchmesser, von daher schwierig, glaube ich. Dann ein ganz anderes Objektiv, komplette Gegenteil, was die Brennweite angeht. Astro Hori hat ein 12 mm 2.8 auf den Markt gebracht und da gibt es jetzt erste Reviews zu. Den Review nach, was ich da gesehen habe auf Sony Rumors, soll es ein gutes Vollformat-Objektiv sein. Ein gutes Vollformat-Fisheye-Objektiv. Bildschärfe in den Rändern gerade zwischen 2.8 und 5.6 soll wohl nur so lala sein. Ist natürlich meist bei den günstigeren Objektiven so, der Sonnenstern ebenfalls. Von der Bewertung erinnert mich das so ein bisschen an das Samyang 2.0, 12 mm waren es, für APS-C allerdings. Das ist jetzt ein Vollformat-Objektiv. 12 mm 2.8 ist wahrscheinlich für alle Leute, die viel Astrofotografie betreiben, sehr interessant. Für Hobby-Astrofotografen, Leute, die gerne Milchstraßen-Timelapses und so weiter machen, wahrscheinlich ein cooles Objektiv und mit 350 Euro Einstiegspreis jetzt auch wirklich sehr, sehr kostengünstig. Diese Objektive gibt es auch relativ schnell mal im Sale, sodass wir da wahrscheinlich auch in naher Zukunft mit einem Verkaufspreis um die 300 rechnen können und dann kann man es sicherlich mal ausprobieren und mit einer relativ geringen Fallhöhe gegebenenfalls auch wieder verkaufen. Nicht mehr Sigma, sondern Tamron, da sind einige Updates rausgekommen. Ich besitze davon kein Objektiv, aber vielleicht einer von euch. 50-400, 20-40, 35-150 und 28-75 der zweiten Generation. Die vier Objektive haben Updates bekommen, Performance, Autofokus und so weiter wahrscheinlich so ein bisschen angepasst. Sony selbst soll wohl im Februar auch direkt zwei neue Objektive ankündigen. Den Nachfolger des 16-35 G-Master halte ich für sinnvoll. Das normale G, also das 16-35 F4, hat ja im Laufe des Jahres schon einen Nachfolger bekommen. Also ich weiß gar nicht, vielleicht war es sogar auch schon letztes Jahr, ich meine dieses Jahr. Dann ist natürlich die logische Konsequenz, dass das G-Master auch nochmal eine geupdatete Version bekommt. Alles so ein bisschen verbessert, leichter, kleiner und so weiter, wie es halt immer so ist. Außerdem soll allerdings ein 20-70 F4 auf den Markt kommen von Sony. Und das ist sehr wahrscheinlich eine sehr, sehr interessante Kombination für alle Leute, die Landschaften fotografieren und abhängig vom Gewicht sind und eben nicht zwei Objektive dabei haben wollen. Weil was das Objektiv macht, ist logischerweise, es versucht so ein bisschen ein zweites Weitwinkelobjektiv zu relativieren. 24-70 ist in der Landschaft okay, aber meist dann auch nicht. 20 hingegen kann schon in der Regel mal ausreichen, weil wenn ich dann nicht mit 20 arbeite, arbeite ich in der Regel auch deutlich darunter 14-15. Ich arbeite seltenst irgendwie so auf ein 18-19 mm, wenn ich ehrlich bin. Dementsprechend 20 mm wahrscheinlich für ein Weitwinkel cool, klassisches, geiles Reiseobjektiv, F4 ausreichend für alles, was man irgendwie in der Landschaft macht. Freistellung wird da natürlich ein bisschen schwierig.
Aber dafür wahrscheinlich auch nicht sonderlich groß, nicht sonderlich schwer. Kann man sich bestimmt mal anschauen. Könnte ein geiles Objektiv werden und ist mal was Neues zumindest. Es ist nicht das klassische 24-70. Die Leute, die mein Sigma 24-70 Review gesehen haben, da bin ich ja schon darauf eingegangen, wie viel das wert ist, dass ich statt 28 mm beim Tamron 24 beim Sigma habe. Und wenn ich dann nochmal statt 24-20 hätte, könnte es schon nochmal so ein ausschlaggebender Punkt sein, um das Objektiv zu wechseln. F4 ist für mich in der Hochzeitsfotografie, gerade wenn ich jetzt so an Standesamt denke und so, dann wird es ein bisschen schwierig. Canon hat auch drei neue Festbrennweiten für das erste Halbjahr 2023 nicht angekündigt, aber es wird vermutet. Zwei davon bekannt, eins noch unbekannt, 35mm 1.2, 24mm 1.4 und ein drittes unbekanntes Objektiv. 24mm nutze ich immer hier im Studio, wenn ich mich filme. Das sind 24mm auf Vollformat gerechnet. 35mm nutze ich sehr, sehr gerne in der Hochzeitsfotografie. Generell, wenn man irgendwie so ein bisschen die Party später fotografiert, durch die Menschenmenge läuft, man kriegt noch sehr viel drauf, man kann nah rangehen, trotzdem noch freistellen mit 1.2. Sehr interessante Brennweite, liebe ich sehr. Für Nikon wird mein zweites Lieblingsobjektiv für Hochzeiten und mein allerliebstes Objektiv für Porträts vorgestellt, 85mm 1.2. Ich nutze ein 1.8er 85 von Wildrox, habe ich auch ein Review zu auf dem Kanal online. 1.2, also selbst 1.8 ist teilweise grenzwertig. Gerade wenn ich mehrere Personen gleichzeitig fotografiere, die dann vielleicht noch ein bisschen versetzt zueinander stehen, wird es mit der Schärfentiefe relativ schwierig. Wenn ich jetzt an 1.2 denke, dann wird es dann selbst schwierig, nur eine einzelne Person komplett über das Gesicht scharf zu stellen. Da reicht 1.2 in der Regel auch nicht aus, von daher ist nice to have, braucht man 1.2, ich würde sagen, ich eher nicht. Das Astro Hori Objektiv, was ich vorhin angekündigt hatte, kommt auch für den Nikon Z-Mount raus, ebenfalls 12mm 2.8, also wer sich bei Sony gedacht hat, oh schade, das hätte ich gern gehabt, für Nikon wird das auch kommen. Das soweit zu den News. Ich bin momentan hier an so einem kleinen Winterprojekt dran, baue ich mit meiner Freundin zusammen und zwar, oh, ich habe hier gerade irgendwas kaputt gemacht, eieiei, muss ich gleich nochmal schauen. VW T2 uralt Bulli als Lego-Version. Ich habe mich sehr lange gegen den Preis gesträubt. Ich habe jetzt, glaube ich, 130 Euro bezahlt, was für 2200 kleine Plastikteile natürlich trotzdem sehr viel ist. Der geht wohl jetzt aber im Dezember aus dem Programm, von daher habe ich mich dazu durchgerungen, das jetzt zu investieren. Kleine Beschäftigung für die Weihnachtsfeiertage und darüber hinaus. Das war jetzt so der erste Sack von, weiß ich nicht, 12 oder so, von daher haben wir auch ein bisschen was mit zu tun und ich habe am Ende ein nettes Deko-Objekt, das ich vielleicht auch irgendwo hier in den Hintergrund stellen werde. Ansonsten baue ich momentan unseren Flur um, dahingehend, dass ich mir eine riesen Fotowand eingerichtet habe. Roundabout 50 Bilderrahmen bin ich gerade am Aufhängen und dann danach am Bestücken. Vielleicht mache ich da nochmal ein Video zu. Ich bin jetzt nicht der begnadetste Handwerker, dementsprechend sind die Abstände nicht immer so hundertprozentig korrekt wahrscheinlich. Ich finde, es ist trotzdem cool geworden, jetzt natürlich noch so ein bisschen erschlagend durch die ganzen, ja, durch die ganzen Platzhalter da drin. Teilweise alte Bilderrahmen, die schon bestückt sind, nochmal reingehangen und so weiter. Alles noch in der Schwebe, aber ich hoffe, dass ich das irgendwie am Wochenende fertiggestellt bekomme, sodass ich die Bilder bestellen kann und das dann bis zu den Weihnachtsfeiertagen fertig habe. Ansonsten läuft hier weiterhin auf dem Kanal der Adventskalender. Jeden Tag ein Video bis Weihnachten. Wir sind jetzt heute am 15.12. Das ist das 14. Video. Eins habe ich leider zeitlich nicht mehr geschafft. Internet hat rumgespinnt und so weiter. Dementsprechend hängen wir einen hinterher, aber ich werde bis zum 24. 24 Videos online haben. So viel sei gesagt. Ich habe gestern Abenteuer Island Part 4 hochgeladen, bisschen anderer Schnittstil, kurz, knapp, prägnant. Fand ich mal interessant, das mal auszuprobieren, was vielleicht auch besser funktioniert, was euch besser gefällt. Gerne mal unten da in die Kommentare rein. Ansonsten nehmt am Kalendergewinnspiel teil, Hashtag Kalender in die Kommentare. Das soll es soweit gewesen sein von mir, von den Kameranews. So I keep telling myself, didn't wanna hear the ring, so I put my phone.